Ja, waren wir jetzt, Fabian Eberts, 2:1 im Derby, kann man ja sagen, gegen die SG Schneifel auf. Wie viele graue Haare sind dir heute in der Schlussphase gewachsen? Hol die mal von der Bank. Nee, war einfach ein sehr schlechtes Spiel. Also, Niveau war generell nicht gut und wir waren halt auch wirklich schlecht. Also, ja, 3 Punkte nimmt man dann natürlich doppelt gerne mit, aber zufrieden kann ich nicht sein. Nein. Was lief genau schief? Ich habe den Eindruck gehabt, die Abstände wurden dann immer größer, die Ungenauigkeit war da, die Konter waren nicht gut ausgespielt. Oder was würdest du sagen, woran hat es gehapert? Am Können kann es ja eigentlich nicht liegen bei euch. Ja, schön gesagt. Nein, also heute stimmt, die Abstände waren nachher extrem weit auseinander. Ich habe auch das Gefühl gehabt, wir haben ein paar Körner gelassen jetzt in den Spielen, auch mit dem Spiel unter der Woche. Aber nee, das sollte nicht erklären, warum wir so leichte Fehler machen, so schlechten Fußball gespielt haben teilweise. War unkonzentriert, war nicht konsequent. Eigentlich von der Nummer 1 bis der Nummer 11. War einfach nicht gut. Jetzt geht's gegen Malberg. Ihr seid super drauf, muss man sagen. Ihr habt seit Wochen kein Spiel mehr verloren und gewinnt und schießt viele Tore. Was erwartet euch am kommenden Samstag, hier im nächsten Heimspiel, am Kasamstag? Ich hoffe einfach, dass wir wieder unser gutes Gesicht zeigen und den Fußball spielen, den wir können. Einfach mal wieder Tempo in die Aktion bekommen, gut nachschieben, Druck ausüben können. Und das konnten wir heute nicht zeigen, aber ich hoffe, dass es am Samstag wieder da ist. Und klar, wir wollen die nächsten 3 Punkte. Jetzt ist die Tabelle ein bisschen schief. Ihr habt noch einige Spiele nachzuholen. Schiebt man vielleicht doch zumindest auf den 2. Platz, ist das völlige Utopie. Zu verlieren habt ihr ja nichts. Ja, das ist korrekt, aber tatsächlich ist es ein bisschen so im Reich der Fabeln anzusiedeln. Aber ja klar, man will immer das Maximum rausholen. Der 2. Platz ist sicherlich ein bisschen vermessen, wahrscheinlich sehr, sehr vermessen. Aber nein, wir wollen einfach das Maximum an Punkten holen.